Was für ein Albtraum! Ihr Kind ist krank und Sie bekommen keinen schnellen Termin in der Sprechstunde oder die Praxis ist zu. Es muss nicht immer gleich ein Albtraum sein, denn ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Ihrem Kind selbst helfen können. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In den Jahrzehnten meiner Sprechstundentätigkeit habe ich viel erfahren dürfen, was ich Ihnen in meinen Videos weitergeben möchte. Und das heutige Thema liegt mir ganz besonders am Herzen, weil es zunehmend an Bedeutung gewinnt. Immer häufiger kommt es vor, dass die Kinderärzte einen Aufnahmestopp verhängen, die Sprechstunden so voll sind, dass die Eltern auf der Suche nach einem Akuttermin für ihr erkranktes Kind abgewiesen und auf den nächsten oder übernächsten Tag vertröstet werden. Jeden Tag gibt es deshalb in Deutschland viele verzweifelte Mütter und Väter, die scheinbar ohne Hilfe bleiben. Und da sage ich ganz klar, ganz ohne Hilfe sind sie eben nicht. Denn gerade für solche Fälle ist mein Kanal gedacht. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Ihr Baby hat einen Schnupfen, das heißt, die Nase ist zu. Es ist deshalb beim Trinken beeinträchtigt, es schnarcht und Sie hören komische Geräusche beim Atmen, die Ihnen Sorgen machen, weshalb Sie auch einen Termin in der Sprechstunde haben wollten. Meistens hat das Baby aber tatsächlich nur einen ganz banalen Schnupfen, das heißt Sekret in der Nase und im Rachen. Das ist allerdings für das Baby deshalb unangenehm, weil es sich selbst nicht helfen kann. Es kann nicht schneuzen oder sich räuspern. Wenn Sie jetzt wissen, dass der Kinderarzt vom Bodensee in seinem YouTube-Kanal ein Video über den Säuglingsschnupfen hat, in dem er das genau erklärt, aber vor allem sagt, was Sie selbst einfach machen können, um Ihrem Baby zu helfen, und Sie hören auf seine Tipps, dann werden Sie merken, dass das oft schon so gut hilft, dass Sie gar nicht mehr zum Arzt brauchen. Häufig erbrechen die Kinder oder haben Durchfall, was die meisten Eltern sehr beunruhigt und weshalb sie auch gleich einen umgehenden Termin in der Sprechstunde haben wollen. Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Natürlich findet sich auf meinem Kanal ein Video über Brechdurchfall mit den Infos, auf was Sie achten müssen und was Sie tun können. In vielen Fällen reichen diese Videos aus, um Ihnen und den Kindern so zu helfen, dass sie keine weitere ärztliche Beratung oder Untersuchung brauchen. Oder Ihr Kind hat 39,9 Fieber und Sie haben Angst, dass das Fieber dem Kind schaden könnte und wollen deshalb umgehend in die Sprechstunde. In meinem Video über das Fieber kläre ich darüber auf was Sie achten müssen und vor allem, dass Fieber erst ab 42 richtig gefährlich ist und dass Sie nicht das Fieber, sondern das fiebernde Kind behandeln sollten. Oder das Kind hustet seit kurzem, ist aber sonst völlig fit und Sie wollen es sicherheitshalber mal abhören lassen. In den meisten Fällen ist das unnötig. Und zwar dann, wenn Sie über den Husten bei Kindern Bescheid wissen. Und klar gibt es über Husten und auf was es da ankommt und was man tun kann, ein Video von mir darüber. Ich könnte noch viele weitere Beispiele anführen, bei denen ich weiß, dass ein sofortiger Arztbesuch nicht unbedingt erforderlich ist, wenn man nur über die Symptomatik oder die Krankheit Bescheid weiß. Genau dieses Wissen vermittle ich in meinen Videos auf meinem Kanal. Seit 2013 sind so über 200 Videos entstanden. Sie können all die Titel dieser Videos alphabetisch aufgelistet auf meiner Webseite www.kinderarztvombodensee.de finden. Allerdings ist es nach so langer Zeit angebracht, Sie zu fragen, was Sie sich von mir und meinem Kanal darüber hinaus wünschen. Und deshalb bitte ich Sie sehr, bei meiner Umfrage mitzumachen. Sie finden in der Videobeschreibung den Link zu dieser Umfrage, die keine 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen wird. Sie können durch das Ausfüllen dazu beitragen, dass ich mich noch mehr auf Ihre Wünsche und Vorstellungen einlassen kann. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich dafür, dass Sie mir dabei helfen, Ihnen noch besser zu helfen. Warum haben Erklärvideos wie die meinen eine zunehmende Wichtigkeit?
Einen Grund habe ich schon angesprochen. Es wird immer schwerer, einen Termin in der Sprechstunde zu bekommen und es braucht andere Hilfen. Doch warum ist das so? Die Zahl der Kinder in Deutschland ist jedenfalls nicht mehr geworden. Allerdings erstens die verfügbare Arztzeit deutlich weniger durch unter anderem zunehmende Bürokratie und Zunahme der Routinemaßnahmen. Denken Sie an die in den letzten Jahren mehr und umfangreicher gewordenen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und die vielen auch neuen Impfungen. Ein zweiter Grund, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, ist, dass die Sprechstunden mit viel zu vielen Kindern vollgestopft sind, die nicht wirklich krank sind, aber die Eltern Angst haben, dass es vielleicht was Schlimmes sein könnte. Ich spreche aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, ich brauche für ein Kind, was eigentlich nicht sehr krank ist, deutlich mehr Zeit, weil ich der besorgten Mutter ihre Angst nehmen muss, was oft aufwendig ist. Und wenn ich ihre Angst nicht nehme, wird sie am nächsten Tag wiederkommen. Einer Mama eines wirklich kranken Kindes zu sagen, was sie tun muss, damit das Kind wieder gesund wird, geht schneller. In der Presse ist es immer häufiger zu lesen, dass die Notdienste total überlaufen werden. Die meisten Notfälle, aber keine wirklichen Notfälle sind. Dramatisch ist das deshalb, weil für die echten Notfälle dann weniger Zeit zur Verfügung steht und in der Hektik und im Stress einer überlaufenden Notdienstsprechstunde leichter Fehler passieren. Und das ist meine Mission. Videos zu veröffentlichen, die Eltern befähigen, mit meist einfachen Maßnahmen ihrem Kind und damit sich selbst so zu helfen, dass nicht gleich ein Arztbesuch erforderlich ist. Und je weniger nicht wirklich kranke Kinder das Wartezimmer bevölkern, weil die Eltern durch ein Video von mir selbst klarkommen, umso mehr Zeit hat der Kinderarzt für die richtig Kranken. Wenn Sie meine Meinung teilen und Ihnen dieses Video und auch die anderen gefallen, dann empfehlen Sie es weiter und liken es. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee und seinen Videos und der Umfrage,